Hi, ich bin der Falu und ich starte heute gemeinsam mit dem Felician und euch in unser Warm-up. Dazu ist die erste Übung der Kniehebelauf. Sehr gut. Die zweite Übung ist Anfersen. Die dritte Übung ist der Hampelmann. Zur vierten Übung nehmt ihr den Ball und tippelt mit den Füßen drauf. Fünfte und letzte Übung sind Strecksprünge und danach geht ihr runter auf den Boden. Das war's schon mit dem Warm-up. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Aufteilen. Weiter geht's mit unserem zweiten Part, dem Ballhandling. Wir starten mit normalen Crossovern vor dem Körper. Als nächstes machen wir In-and-Out-Dribblings mit der rechten Hand. Weiter geht's mit In-and-Out-Dribblings auf der linken Hand. Die vierte Übung sind In-and-Out-Dribblings kombiniert mit einem Between-the-Leg-Dribbling. Die letzte Übung ist eine Kombo aus In-and-Out, Crossover, Between-the-Legs und Behind-the-Back. Damit sind wir schon durch mit dem Ballhandling und machen weiter mit Finish. Wir machen weiter mit dem nächsten Part, dem Finishen. Wir stellen euch jetzt gleich 5 verschiedene Übungen vor. Jede von den Übungen wiederholt ihr bitte 10-mal. Die erste Übung startet auf der rechten Seite auf Midrange-Position, das heißt irgendwo zwischen Zone und Dreierlinie. Ihr macht ein Dribbling Richtung Korb, geht danach in den Pull-Up-Jump. Sehr schön. Eigenen Rebound holen und wieder in die Position. Sehr schön. Zweite Übung, gleiches System, nur von der linken Seite. Ein Dribbling Richtung Korb, Pull-Up-Jump-Shot. Perfekt. Wieder den eigenen Rebound holen und zurück in die Position. Dritte Übung, starten wir vom rechten Ellbogen. Ihr macht einen Dribbling in die Zone, geht danach in den Spin und finisht das Ganze reverse. Perfekt. Eigenen Rebound holen, wieder zum rechten Ellbogen. Sehr schön. Vierte Übung, wieder gleiches System, nur vom linken Ellbogen. Perfekt. Eigenen Rebound holen, wieder an die Position gehen. Jawohl, sehr schön. Die letzte Übung starten wir kurz vor der Dreierlinie. Ihr steht mit dem Rücken zum Korb. Werft euch den Ball einmal nach vorne, dreht euch über das rechte Bein ins Facing, macht einen Jab-Step und geht danach mit einem Dribbling hoch in den Block. Eigenen Rebound, zurück in die Position. Jawohl, sehr gut. Wenn ihr die 5 Übungen jeweils 10-mal wiederholt habt, seid ihr fertig mit dem Finishen. Wir machen weiter mit dem nächsten Part der Challenge. Wir sind am letzten Part der Challenge angekommen. Ihr habt gleich 60 Sekunden Zeit. Am besten stoppt ihr die Zeit eigenständig und nehmt euch dabei auf, damit ihr das Ergebnis im Anschluss mit euren Trainern und Teamkameraden teilen könnt. Ihr stellt euch einen großen Schritt vom Korb weit weg hin, steht auf einem Bein eurer Wahl, berührt mit dem Ball den Standfuß und werft danach auf den Korb. Ein Treffer zählt allerdings nur, wenn ihr dabei nicht den Ring berührt. Sehr schön. Geht danach wieder in die Ausgangsposition. Jawohl, sehr gut. Das System ist klar. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Challenge.